Swisscom TV ist Fernsehen in bester Schweizer Qualität. Und das sogar mit dem langweiligsten Programm aller Zeiten. Schmine 4 für daheim. Und Action! Ein Remake funktioniert nur dann, wenn es besser wird als das Original. Romantic Fire for Romantic Hours von Andrew Sparks war 1981 der grosse Hit. Der Andrew Sparks hat mit dem Film Millionen gemacht und darum gibt es auch zig Adaptionen davon. Fire in the Bronx von 1983 zeigt eine brennende Mülltonne in New York. Auf der Tonspur hört man die Jugendlichen um das Feuer 3 Stunden lang rappen. Das Originaltape hat ein Sammler letztes Jahr für 14 Millionen ersteigert. Aber nicht alle von diesen Feuerfilmen sind so erfolgreich gewesen. Von Fuoco al Forno aus Italien, wo Sergio Farruccio 1984 in einer Pizzeria gedreht hat, liegen heute immer noch 20'000 unverkaufte Kassetten in seinem Keller. Die Leute heutzutage hätten gerne ein gestochen scharfes Bild und ein perfektes Feuer. Und ein perfektes Feuer fängt beim Holz an. Der Hans-Uli und der Uli Stucki von der Köhlerei zum Napf produzieren das beste Brennholz in der Schweiz. In unserem Napfgebiet schiffen es am meisten von der ganzen Schweiz. Und darum haben wir auch die stärksten Bäume. Für den Film haben wir 2 Sorten mitgenommen. Buchen und Birken. Unser Holz wird 21 Monate bei 19 Grad gelagert. Und dann bei Vollmond von meinem Bruder Mühlu in wunderschöne Scheitel gehackt. Der Zauber passt mir nicht. Auch farblich. Drehfertig in 30 Minuten. Ich bin für die klassische Variante. Ich finde aber, der Bündner Stein hat schon auch etwas. Nein, das ist mir zu wenig traditionell. Machen wir einfach 2 Varianten. Hey, nein, Steiner, wirklich nicht. Die Varianten liegen nicht drin. Und Roll Camera. Speed. Set. Und Action. Und, was meinst du? Wunderbar, Peter. Einfach nicht zu viel davon. Jetzt wird noch unterbrochen von Kotschiffen, die zusammengehen. Und von einem Spezialeffekt. Ich meine, ich muss nur Feuer machen. Ja, aber bei 8506 ist ein Einhorn ins Feuer geflogen. Ein Einhorn. Mit Swisscom TV wollen wir auch das Gewöhnliche zum Außergewöhnlichen machen. Mit dem neuesten Spielfilm von Michael Steiner wünsche ich Ihnen einen schönen Feuerabend. Danke, Markus. Das Einzige, was mich jetzt noch wundern nimmt, ist, was die daheim machen, wenn sie den Film in ganzer Länge schauen. Willst du das wirklich wissen? Ich glaube schon.